Die größten Tiere, die einmal alle 1000 Jahre geboren werden. Von Digger, dem größten Pferd Großbritanniens, bis hin zum massivsten roten Känguru, das du jemals gesehen hast. Mach dich bereit, einige riesige Tiere zu sehen. Aber unsere Nummer 1 in diesem Video ist das Erstaunlichste unter diesen 13 größten Tieren, die alle 1000 Jahre geboren werden. Nummer 13. Digger, Großbritanniens größtes Pferd. Vom Boden bis zu den Ohrenspitzen war Digger, ein Clydesdale-Pferd, 2,70 Meter groß. Digger war eines der größten Pferde Großbritanniens und gehörte der Königin. Er wurde im Alter von 4 Jahren von einer Rettungsfarm adoptiert und diente später im Queen's Household Cavalry Mounted Regiment, wo er an Paraden und Regimentsdiensten teilnahm. Digger war so groß, dass die Männer einen Schemel benutzen mussten, um ihn zu besteigen. Nach seiner Pensionierung wurde Digger nach Bellwaits in den schottischen Highlands geschickt, um dort ein friedliches Leben im Ruhestand zu genießen. Digger ist 2012 verstorben. Nummer 12. Zeus. Nicht zu verwechseln mit dem Zeus von 2012 ist Zeus der Dogge auf Instagram. Laut Guinness ist er 2022 der größte lebende Hund der Welt. Zeus, der mit seiner Besitzerin Brittany Davis in Bradford in Texas lebt, ist gut 1 Meter und 6 Zentimeter groß. Zeus ist groß genug, um das Waschbecken als seinen Wassernapf zu benutzen, was er auch gerne tut. Wenn er auf dem Markt spazieren geht, wird Zeus viel angelächelt und angestarrt und er genießt die Aufmerksamkeit. Zeus ist ein entspannter Hund, der gerne Zeit mit seiner Familie verbringt. Nummer 11. Tiger, die größte Ziege. Hast du schon einmal eine so große Ziege gesehen? Das ist Tiger, der Stolz der Albeck Farm in Bangalore in Indien. Er ist ein Paradebeispiel für seine Rasse, die Gujiri-Ziege. Gujiri-Ziegen sind eine Kreuzung aus Sirohi- und Sojat-Ziegen, die vor allem in Rajasthan vorkommen. Diese Ziegen sind wegen ihrer hohen Gewichtszunahme und ihrer stattlichen Größe sehr beliebt. Tiger, der 170 Kilogramm wiegt, läuft majestätisch und sieht auf den ersten Blick eher wie ein gefleckter Dalmatiner aus, als wie eine Ziege. Nummer 10. Barivel. Schau dir Barivel an, eine der größten Katzen der Welt. Barivel, der jetzt 5 Jahre alt ist, wurde laut Guinness Buch der Rekorde offiziell zur größten Hauskatze der Welt erklärt. Barivel lebt in Vigevano, Italien, bei seinen Besitzer Cinzia Tinerello und Edgar Scandura, die schon als Kätzchen wussten, dass sie eine einzigartige Katze in ihren Händen halten. Barivel misst 94,79 cm, was für eine Katze riesig ist. Barivel liebt seinen prominenten Status und frisst am liebsten Kekse, Huhn und Fisch. Es ist eine verwöhnte Katze. Nummer 9. Forrest, die größte Giraffe der Welt. Lerne Forrest kennen, die größte Giraffe der Welt, die in einem australischen Zoo lebt. Forrest ist 14 Jahre alt und misst beeindruckende 5,70 Meter. Forrest wurde in einem Zoo in Auckland in Neuseeland geboren und 2007 von der Familie Irwin adoptiert und nach Queensland in Australien gebracht. Während erwachsene Giraffen bis zu 5,50 Meter groß werden können, hat Forrest seine Art übertroffen und ist ein wahrhaft statuenhaftes Exemplar. Um Forrest zu vermessen, brauchte es mehrere Monate, weil die scheue Giraffe eine Weile brauchte, um sich an seine neue Futterstelle zu gewöhnen. Außerdem mussten die Zoo-Angestellten eine spezielle Messlatte anfertigen und sie neben einem Heuspender in seinem Gehege aufstellen, um seine Größe zu messen. Nummer 8. Chester, der große Alligator. Das ist Chester, einer der größten Alligatoren im Gatorland. Chester wurde gefangen, nachdem er einen großen Schäferhund und einen Boxerhund angegriffen und gefressen hatte. Aber das tun Alligatoren nun mal. Sie sind Fressmaschinen. Zum Glück waren Naturschützer zur Stelle, bevor Chester eingeschläfert wurde, und jetzt lebt er im Gatorland in Florida. Chester ist satte 4,17 Meter lang.
Wie du sehen kannst, sieht Chester riesig aus und er liebt es, eine Show abzuziehen, indem er Wassermelonen zerquetscht, was keine große Sache ist, wenn man bedenkt, dass er deinen Schädel wie eine Walnuss zerquetschen könnte. Im Gatorland in Orlando gibt es einige der größten Alligatoren der Welt, aber komm ihnen nicht zu nahe. Nummer 7. Ungewöhnlich großes Brahma-Huhn. Wer hätte je gedacht, dass Hähne so groß sein können? Sieh dir nur die Größe dieses Vogels an und du wirst sehen, dass nicht nur von Natur aus große Tiere einen Platz auf dieser Liste verdienen. Dieser Kerl ist eine Schönheit und es ist ein Brahma-Hahn, eine der größten Hühnerrassen der Welt. Der Brahma-Hahn ist eine Hühnerrasse, die sich in den Vereinigten Staaten entwickelt hat, nachdem in den 1840er Jahren Vögel aus Shanghai importiert wurden, weshalb sie manchmal auch als Shanghai-Vögel bezeichnet werden. Die Kreuzung von Shanghai-Vögeln mit Hühnern aus Chittagong in Bangladesch führte zur Entstehung der Brahma. Nummer 6. Chili, das Holstein-Rind. Stiere können groß und monströs sein, aber können sie auch so groß sein wie Chili? Chili ist ein schwarz-weißes Holstein-Rind, das den Titel des größten Bullen der Welt übernommen hat, bestätigt durch das Guinness-Buch der Rekorde. Chili wurde in der Nähe der Fern Animal Sanctuary in Fern in Somerset gefunden, als er gerade mal 6 Tage alt war. Er wurde von dem Tierheim aufgenommen und wuchs bald zu seiner monströsen Größe heran. Chili ist erstaunliche 2,01 Meter groß und wiegt 1249 Kilogramm. Das Erstaunliche ist, dass der Bulle weiter wächst, ohne viel zu fressen, und dass er ein sanfter Riese ist, der sehr freundlich zu Menschen ist. Nummer 5. Mastulele, der größte afrikanische Elefant. Bis zu seinem bedauerlichen Tod im Jahr 2017 war Mastulele der größte lebende Elefant der Welt und was für ein großartiges Wesen er war. Hier sind einige erstaunliche Aufnahmen des riesigen Tusker, als er noch lebte. Mastulele, was so viel wie der Ruhige bedeutet, war ein afrikanischer Buschelefant, der im Krüger Nationalpark lebte. Der imposante Tusker wurde mehrmals im Krüger Nationalpark gesichtet und gehörte zu den großen 7 beeindruckendsten im Krüger. Afrikanische Elefanten sind riesig und können über 4 Meter groß werden und fast 8 Tonnen wiegen. Allein Mastueles Stoßzähne wogen 40 Kilogramm. Der große Stoßzahnträger verstarb 2017 im Alter von 50 Jahren, nachdem er den Verletzungen eines Kampfes mit einem anderen Stoßzahnträger erlegen war. Nummer 4. Derek, der größte Esel Großbritanniens. Schau dir diesen Esel an, der so groß ist wie ein Pferd. Derek ist der größte Esel Großbritanniens und wetteifert auch um die Krone des größten Esels der Welt, obwohl ihm Romulus, ein Esel in Texas, nur wenige Zentimeter im Weg steht. Derek ist ein 8-jähriger amerikanischer Riesen-Mammut-Esel, die größte Eselrasse der Welt. Derek ist atemberaubende 1,73 groß und ist noch nicht fertig mit dem Wachsen. Das bedeutet, dass er Romulus, der 1,76 Meter groß ist, bald einholen könnte. Derek lebt im Redcliffe Donkey Sanctuary in Lincolnshire und ist ein sanftes Geschöpf, das als äußerst freundlich gilt und sich eher wie ein Hund als ein Esel verhält. Nummer 3. 4 Meter Königskobra. Königskobras gehören zu den tödlichsten Reptilien der Welt und Indien ist voll von ihnen. Es kommt immer wieder vor, dass Königskobras wie dieses Exemplar in ein Dorf eindringen und gefangen und wieder in die Freiheit entlassen werden müssen. Dieses Exemplar war ungewöhnlich groß und maß stattliche 4 Meter. Die durchschnittliche Länge einer Königskobra liegt bei etwa 3 Metern, was dieses Exemplar wirklich groß macht. Es ist nicht einfach, eine Königskobra zu fangen. Deshalb rufen die Forstbeamten sogar Profis vor Ort an, die wissen, wie man mit ihnen umgeht. Eine falsche Bewegung und du liegst eine Woche lang auf der Intensivstation oder einen halben Meter unter der Erde. Das Gift der Königskobra ist nicht so stark wie das der schwarzen Mamba, aber sie gibt eine außergewöhnliche Menge an Gift ab, die ausreicht, um 11 Menschen oder einen ganzen Elefanten zu töten.
Nummer 2. Großes Känguru. Leg dich nicht mit dem Känguru in diesem Video an, denn es sieht eindeutig wie das größte und durchtrainierteste Känguru aus, das ich je gesehen habe. Die Muskeln und die Größe dieses Kerls sind ja Wahnsinn. Und obwohl wir nicht viel über ihn wissen, kann man sehen, dass er ein schneidiges Tier ist und ein Frauenheld, denn er liebt es, sich zu zeigen. Dies ist ein rotes Känguru, Australiens größte Känguru-Rasse, die für ihren extrem muskulösen Körper und ihre Kraft bekannt sind. Ein typisches großes Männchen kann bis zu 1,80 Meter groß werden und dieses hier ist ein perfektes Exemplar. Nummer 1. Norm. Und schließlich unser Vorschaubild des Tages. Das ist ein Riesenschwein. Unser Name ist Big Norm. Dieser Kerl ist das Nonplusultra und es gibt kein Schwein, das größer ist als er. Big Norm ist der König des Stalls. Big Norm ist ein Yorkshire-Schwein, das auf einer Farm in Hubbardsville, New York lebt und dem Landwirt Curry Dart gehört. Das Riesenschwein ist 2,40 Meter lang und wiegt satte 725 Kilogramm. Wenn man bedenkt, dass ein durchschnittliches Landschwein nur etwa 130 Kilo wiegt, wird klar, warum Big Norm einzigartig ist. Big Norm ist eine Berühmtheit und das größte Schwein der Welt. Was hältst du von diesen unglaublich großen Tieren? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.